Cheerio, meine lieben Superhelden, willkommen zurück zu The Awesome What if I Adventures of had Captain real Spirit. superpowers? I could protect the whole town. So. Ja, willkommen zurück bei The Awesome Adventures of Captain Spirit. Jo. So. Wir wollen heute mal unserem. Ew, these clothes even smell dirty. Wir wollen mal unserem, ja, sehr bescheidenen Vater helfen. Now you will learn your lesson and stay clean. Wenn ich sowas sehe, kann ich es kaum erwarten, selbst mal irgendwann Vater zu werden, um einfach meinem Kind einfach das beste Leben zu bieten, was es kriegen kann. I hope I set this right. So. Dum, 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 dum. Machen wir Licht wieder aus. Hallo. Obwohl, ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Da, siehst du? Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm all. Was ist denn, Mutter? Also wenn sie gegangen ist, würde es mich wundern, wenn sie, dass sie Chris nicht mitgenommen hat. Come on. Don't be afraid. Keller? Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. We never use this door in winter because of the snow. Zugeschneit. Ich wollte Licht ausmachen. So. So. Oh, that's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Oh. Just don't ask for a raise. Wo ist denn das Telefon? Uah. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is. Aber ich würde genauso, ich gehe genauso damit um, mit diesen Leuten, die am Wochenende nerven. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. Cool Okay, story, Papas Dad. Pizza, Reynolds, Papas Handy. Okay. Jeez, that is packed. I better take it out. Dann machen wir das nochmal. Ugh, I hate that beer can smell. Das glaube ich. Muss der Kleine hier alles sauber machen, während der Alte Bier säuft und sich Spiele anguckt. Auf Papa schießen? Was? Und was sagt mir, dass sie dann ziemlich sauer werden I würde? wish I could have gone on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Teen Spirit. No! Stole the ball from that peak. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Shit! You suck! Sorry, Pop. It's war. Es wird böse enden. Ich weiß, dass das wird böse enden. Ja, wir Bücher eng. Headshot. Ow, cheap shot. I'm going down. You can't. Kill the zombie jock. No way! That was a headshot! I am a super zombie! Well, I'm a superhero! Can't argue with that. Zombie down. Oh, doch nicht! Captain Spirit strikes back. Okay, ich habe jetzt gesagt, er wird wütend, aber hey! Ich habe nichts gesagt.
Let's check this out. Schmerzen 50, zum Sterben gute Westernfilme. Ooh, that looks scary. I should read that. Die Nachtschatten-Tagebücher von Tiffany Crock. Da liegt was auf dem Boden. Warte mal, vielleicht kann ich mit Tastatur ausspielen. Moment, ich will mal ganz kurz was gucken. Einstellung, Steuerung, Mist, Tasten. Wie mache ich denn hier diese Superfähigkeit? Ansicht, Kraft aktivieren mit E. Okay. So. That was so popular. Weil mit dem Stick ist das ein bisschen gerade ein bisschen empfindlich. If I could go back in time, I'd go see him play. He looks so different in his basketball outfit. Na ja, das war auch mal Basketball selbst gespielt, okay. Dad never smiles like that anymore. 2005. Gewonnen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn wir jetzt die Superkraft bei der Whiskyflasche einsetzen, wird's übel. Benutzen? Wofür? Ich pack's lieber weg. Ich möchte keinen Ärger haben. Dann können wir gleich mal das mit der Taste ausgucken. Yeah, look at the scoreboard, motherfucker. I see what you're doing. Stop it. I didn't do anything. Why does he drink that if it just makes him mad? Ja, manche trinken, um zu vergessen. Maybe Dad want to watch an anime instead. Ja, Anime gucken ist immer das Beste. No. I'm frozen. I must build a fire. Goodbye, Log. Tschüss. Und danke, dass du uns warm hältst. It looks like Marty Rex is getting hungry. Was? Marty Rex? Was macht der da? Er hat das Spiel unterbrochen. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am Marty Rex, and you are my lunch. Roar! Nein! Friss mich nicht! I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. It's a railroad earth. Das hätte ich mir auch mal gedacht, irgendwann mal so einen Zugsimulator zu spielen. Das wäre auch mal interessant. Wenn ich ehrlich bin. Geh doch mal mit Papa. Hey. Hey, sports fan. You up for watching the game with your favorite MVP? Sure, Dad. How's the game going? We're kicking their asses, for once. I like it. Cool. I like it when the good guys win. Yep, me too. Eine Tanne kaufen? Did you and Mom watch a lot of games? Well, actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? You won a lot of games, didn't you? That's what those trophies say. That's so cool that you were a sports hero. Yeah, it was. Everybody knew my name. I wish I could have seen you in action. Here you go.
Those were the good old days. Man, I hate even saying that, but they really were. I get confused by basketball rules. It's like math, you know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game and play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle, too. Ach ja, was soll man sagen? Aber was soll man machen, ne? Wenn man kein Geld hat. Gut, benutzen wir den Wasserhahn mal. Jeez, where is the heat? I bet the water eater is sleeping again. Der Wasserfresser? Wer ist denn der Wasserfresser? Interview. Okay. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? We will forgive them if they don't join Mantroid. He's not worth it. We have to live in peace, or you will destroy them. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? The only hero I have is me. That's good to know. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Gut, haben wir ein Interview geführt. Jetzt sind wir schon schlauer. I wonder when I can start to shave. Wenn die Pubertät endet. Superhero shave? Ja, denke ich mal schon. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Ein bisschen seltsam so. Ah, hier. Leere Toilettenrollen. Alter, was sieht's denn hier aus? Hier, leere, das hasse ich. Ah, auf Toilette. Bis auf Toilette und dann ist das Papier alle. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Hot Dog Man, what? Was zum Teufel? Ich frag mal nicht. No diving today, Nemo. Badewanne nehmen ist immer toll. Ich sehe da schon die Bierdosen liegen. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Tja. Smells just like her. Frag mich ja, was mit der Mutter passiert ist. I'm too old to be measured now. Right? Wie alt bist du denn jetzt? Also mit 7 hat er aufgehört. 2014, wenn man denkt, das Spiel kam 2018 jetzt raus, müssen wir jetzt 11 Jahre oder so sein, ne? Aber ein bisschen klein für 11 und ein bisschen noch zu verspielt. Locked. I wonder what Dad keeps in here. Abgeschlossen, okay. Wir mal gucken, ob wir irgendwo ein Dings finden, ne? Dad doesn't play Mom's records as much as before. Wo wir einen Schlüssel finden? Wie man sich ja mit diesem Aluhelm rumläuft. Musik? Achso,
Ich glaube, ich habe das da, glaube ich, letztes Mal falsch eingestellt, ne? Nein, so. Schön. I love listening to mom's old records. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Mhm. Da. Shoo, that's way too high for me to reach. Warte mal, ich hab da gerade was gesehen. They're naked? Whoa. Ja. Ja. Nein. Hier, kann man den Stuhl nicht schieben? Ich wollte gerade sagen, schieb mir den Stuhl. So, jetzt kommen wir auch an die Kiste. Dad was so angry at the police. Okay. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit Verhütung Charles Erickson. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf die schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mick Collins, Privatdetektiv. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen vom Asteroid Drive und Manhole Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Ich glaube, wahrscheinlich ist der Mutter irgendwas passiert. Entweder durch ein Verbrechen oder etwas anderes. Weil, das hört sich so danach an. Das hört sich wirklich danach an, dass die Mutter wahrscheinlich irgendwie ein Opfer von einem Unfall oder so vielleicht geworden ist. Kann ja sein. Und er es einfach nicht wahrhaben wollte. Bin ich gespannt. Also bin gespannt, ob da was da rauskommt wegen dem. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Ja. Was? I hope I get to go practice with Dad again this summer. So, was haben wir hier? That does not look good. Oh! Hallo, Schlüssel! Ooh, the mystery of the secret key is solved. Good? Yes! Inventar mit I. Light on. Mit I. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Gut. Öffnen wir mal. Careful of booby traps. So. Oh. Okay. Kiste. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. That's scary. Is alcohol drinking your life away? Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar.
Naja, wenn er sich jetzt schon mal Gedanken darüber macht, um Alkohol loszukommen, ist das schon mal was Gutes, So oder? we move because dad couldn't pay for the house? That sucks. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekungsrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zielversicherung versäumt haben. Obwohl die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie die ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sind Sie uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihre Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt. Und im Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in Zukunft Erfolg haben. Na. Was haben wir hier? Dad never told me he had a new friend. Okay. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend. Ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du das verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Aha, wahrscheinlich so eine Striptease-Tänzerin, deswegen schämt er sich. Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way. Tja, siehst du mal. Dad used to always talk about this basketball. Schließ ab. Schließ ab. Mist. Okay, ist aber interessant. Was? Faustabdruck? I've never seen Dad get that mad. Na. It really scares me. Na, manchmal kann man wirklich wütend werden. Oh man, she loved this song. I haven't listened to it since for a long time. So. Wir müssen immer noch unser Superheldenkostüm fertig bauen, oder? Mal bis jetzt haben wir nur den komischen Helm. So. Superheldenumhang aktivieren. Wusch. I can feel the energy flow through me. I have the power. One more piece and I'm almost done. Was fehlt denn noch? Anrufen? This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Der böse, böse Schneebeschwörer. Okay, wir brauchen irgendwie... Ich sehe die Fernbedienung nicht in der Hand. Aber schon niedlich. So, und irgendwas fehlt noch an Kostüm. Ich frage mich nur was. Hier, die Plüschpantoffeln. Das sind die Superschuhe. Nein. So, das ist das Zimmer vom Vater. Da waren wir auch schon drin.
Ah, jetzt wahrscheinlich vielleicht in den Keller, wo er also vorher sagte, er bräuchte erstmal. I'm sure I can beat my high score on Mustard Party 2. Aber dafür brauchst du erstmal den Code, ne? Nein. I'm sure I can beat my high score on Mustard Party 2. Oh. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir. Und also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in einer Kneipenschlägerei verwickelt warst. Die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank, bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen. Oder wie lange auch immer du brauchst und dass du eine Selbsthilfegruppe beitrittst. Oh, okay. Grandma and Grandpa are so cool. But no way I'm ever leaving Dad. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir deinem wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide da mal da. Peter. Ah, ja, was soll man machen, ne? Dad is too busy to care if I go online. Come on, I got money on this. Ja, aber Geld There's verwenden. There's my hot dog man. A hot dog man. I can't see Dad selling homes. Mhm. Whoa, is he getting us tickets again? Best Dad ever. Für die Superhelden-Convention, okay. That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. An alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich Züge in der Gegend... Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen sie nicht auf die Konfronte auf Züge springen, ne? Man erinnert sich noch, Before the Storm. Sollte ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, die in diese Gruppe involviert ist, werden sie umgehend ihren Vorgesetzten. Okay. Nächstes. Oh, those are Dad's pages. Das sind Papas Seiten. Speedrunner Teams, ja gut. Sportseite, ne? Ich muss heute auch noch die Zusammenfassung. Ich muss heute auch noch die Zusammenfassung von Werder gegen Worms gucken. Gestern war DFB-Pokal. Werder hat gegen. Weiß nicht, wie diese ganz heißen Worms gespielt. So, wie ich gesehen habe, fast 5:1. Vielleicht haben sie noch mehr. So. Öffne mit der Superkraft. Du bist ein Superheld, du schaffst das, Chris. So, was uns aber in diesem Keller dann erwartet. Tja Leute, das seht ihr jetzt beim nächsten Mal. Also, daran denken, eure Superkräfte voll auf den Like-Button konzentrieren, dann den obermächtigen Superhelden roten Knopf benutzen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!